begriff, dass mehr aus ihm nicht herauszuholen war. Große Ereignisse wie Mordfälle inspirierten ihn nicht besonders. Ihn inspirierte etwas anderes. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, irgendeine Kleinigkeit. Ich zog einen 500-Peso-Schein aus der Tasche und drückte ihn ihm in die Hand. Sie schnappte zu wie eine Mausefalle. Die Dunkelheit war noch nicht hereingebrochen, als ich am Calderón-Theater vorbeikam, in einem alten, massigen Bau aus der Zeit, als das städtische Bürgertum sich noch für Opern und große Konzerte begeisterte, bevor es sich diszipliniert vor die Fernseher setzte, mit Kabelanschluss in die USA. An der Ecke des Palacio de la Malanoche stieg links der Callejón de Vena hinauf. Die Tür mit dem brüllenden Löwenkopf stand offen. Im Innenhof war die Tür zu David Gorolas Büro verriegelt und mit einem gewaltigen Vorhängeschloss gesichert. Da wohnt niemand. Hallo. Ich suche den alten Mann, der immer in Senor Gorolas Büro sitzt. Der ist ermordet worden. Ach komm. Wie ist denn das passiert? Sie haben ihn erstochen. Der ganze Fußboden war voll Blut. Hast du ihn gekannt? Vom Sehen. War ein ziemlich ekelhafter Kerl. Hat ihn immer so angeglotzt. Hey, wer bist du eigentlich? Warum fragst du mich aus? Jetzt erzähl mir auch noch, dass du schon rausgekriegt hast, dass ich Reporter bin. Geahnt habe ich sowas. Für wen schreibst du? Für den Excelsior in der Hauptstadt. Und die interessieren sich für den Mord an dem Alten? Psst. Das ist noch Geheimsache. Kennst du Gorolla, den Detektiv? Den habe ich höchstens zweimal gesehen. Der ist nie da. Ist er das? Ich zeigte ihr das Foto, das mir der alte Camillo zusammen mit den Zeitungsartikeln über die Drogenfahndung und den Mord an Marcello hinterlassen hatte. Das ist er. Ist aber ein altes Foto. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Kommt drauf an. Wer kennt hier in der Nachbarschaft Gorolla am besten? Mein Papa. Ach, ist er da? In seinem Büro, hier gleich um die Ecke. Er ist Rechtsanwalt. Danke, du bist ein Schatz. Das Büro von Licenciado Goliath Ramirez Hernandez war schlicht eingerichtet. Ein Schreibtisch aus poliertem Zedernholz, der mindestens 100 Jahre alt war, voller Akten und Bücher und einem Pfeifenständer in der Mitte, in dem mehr als ein Dutzend Pfeifen aufgereiht waren. Tja, dieser vollkommen überflüssige Mord. Wer hätte Interesse daran haben sollen, Camilo zu ermorden? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Frage selbst zu beantworten versuchten. Keine Ahnung. In welche Beziehung stand der Zuggeroller? So eine Art Hausmeister, würde ich sagen. Ich nehme an, David hat ihn dort wohnen lassen, um sein Büro in Ordnung zu halten. Das Büro ist aber schon seit Jahren geschlossen.